Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du wieder oder ganz neu dabei bist. Diese Praxis ist für dich, wenn du Einschränkungen in deinen Kniegelenken hast. Und es ist hilfreich, wenn du deine Knie vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterlagern möchtest, dass du ein gerolltes Handtuch oder eine gerollte Decke parat hast, sodass du sie polstern kannst, gerne auch mit einer Decke oder einem Kissen, so wie du es vielleicht so oder so schon tust. Ansonsten brauchst du keine Hilfsmittel und in dieser Praxis werden wir die Knie nicht stark beugen und die Beine eher gestreckt halten. Du beginnst in der Rückenlage. Du legst dich nach unten auf deine Matte, die Beine sind aufgestellt. Schaust mal, welcher Abstand der Füße zueinander und zu deinem Becken für dich jetzt der richtige ist. Du kannst die Knie auch sanft zusammenfallen lassen, den unteren Rücken zur Matte sinken lassen. Die Schultern dürfen sich entspannen. Wenn du magst, dann öffnest du die Handinnenflächen nach oben. Du lässt deinen Atem über die Nase ein- und ausströmen, kommst erst einmal an in deiner Yoga-Praxis, stimmst dich ein. Erlaubst dir, deinen ganzen Körper zu spüren und wahrzunehmen. Hebt sich mit der Einatmung, dein Brustkorb weitet sich. Mit der Ausatmung sinkt der Bauch wieder zurück und der Brustkorb entspannt sich. Versuchst du in deiner Yoga-Praxis immer ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen Geben und Nehmen, Ein- und Ausatmung. Dass deine Yoga-Praxis dich immer wieder in die Balance und ins Gleichgewicht führt. Schenkst du dir noch zwei, drei Augenblicke in dieser Anfangsentspannung. Mit der nächsten Einatmung öffnest du ganz sanft deine Augen, du blinzelst. Und dann nimmst du die Arme auf Schulterhöhe zur Seite raus. Lässt die Schulterblätter noch einmal satt nach unten zur Matte sinken. Atmest noch einmal tief in deinen Brustkorb. Dann bleiben deine Beine in ihrer Position. Du bewegst jetzt nur die Arme. Das heißt, du aktivierst deine Arme, streckst sie etwas weiter zur Seite raus. Die Finger fächern sich auseinander. Mit der Einatmung führst du die Arme senkrecht nach oben hoch. Handinnenflächen können sich berühren. Und mit der Ausatmung führst du die Arme wieder weit zur Seite, nach unten zur Erde.
Einatmen, wieder anheben. Und ausatmen, lösen. So machst du das noch 4-mal in deinem eigenen Rhythmus. Anschließend nimmst du die Arme wieder ganz locker neben deinen Körper und drehst die Handinnenflächen nach unten zur Erde. Du löst jetzt die Beine voneinander, die Knie zeigen direkt nach oben hoch. Du erdest noch einmal gut den unteren Rücken, heb nochmal das Becken an, zieh das Steißbein nach oben hoch und lass dann den unteren Rücken satt nach unten zur Matte sinken. Du aktivierst deine Arme. Schiebst die Handinnenflächen locker nach unten in die Erde. Aktivierst deine Arme, schiebst sie mit den Schulterblättern etwas kraftvoller in die Matte. Einatmen, streck das rechte Bein senkrecht nach oben hoch. Flexe deinen Fuß, so dass die Fußsohle nach oben zur Decke zeigt und die Zehen nach unten zu dir. Wenn das für dein Knie zu intensiv ist, dann kannst du dein Knie auch leicht gebeugt halten. Mit der Einatmung versuchst du, das Bein etwas näher zu dir heranzuziehen und mit der Ausatmung schiebst du es wieder etwas von dir weg. Das ist eine ganz kleine Bewegung. Du versuchst, deine Beinrückseite zu öffnen und zu dehnen. Einatmen, etwas näher heranziehen, mit der Ausatmung wieder etwas auflösen. Wenn es für dich möglich ist und es dir angenehm ist, dann kannst du natürlich die Hände an der Rückseite deines Oberschenkels ineinander verschränken oder du greifst mit den Händen zur Außenseite deines Oberschenkels. Schaust du einfach mal, was für dich passt. Du kannst natürlich auch gerne mit einem Gurt praktizieren, wenn du damit vertraut bist und auch einen zur Hand hast. Du kannst auch gerne die Handtuchrolle nehmen, die du am Anfang für dich vorbereitet hast. Führst du das Ganze in deinem Tempo fort, machst noch 2 Züge zu dir heran, bevor du das Bein wieder nach unten löst. Spürst du einen kurzen Moment nach, du kannst die Beine auch gerne ausstrecken, einmal ausschütteln. Und dann langsam wieder nach oben aufzustellen, den unteren Rücken wieder gut zu erden. Und dann zur anderen Seite zu wechseln. Wenn du soweit bist, einatmen, streck das linke Bein nach oben hoch, Fußsohle zeigt zur Decke, Zehen ziehen zu dir heran. Du beginnst auf deine Art und Weise das Bein heranzuziehen, wieder von dir wegzuschieben. Auch hier wieder die Möglichkeit, die Arme zu benutzen oder einen Gurt oder auch das Handtuch. Atme ruhig und gleichmäßig dabei.
Ziehe das Bein noch zweimal zu dir heran und löse es anschließend nach unten. Streckst du die Beine lang aus, löst sie, bewegst sie ganz sanft. Stellst anschließend deine Füße wieder auf. Erdest den unteren Rücken, hältst deine Arme aktiv, schiebst sie in die Matte hinein. Und dann streckst du beide Beine nach oben hoch und öffnest deine Beine etwas zur Seite, V-förmig, aktivierst deine Körpermitte, erdest den unteren Rücken und kannst die Zehen nach oben zur Decke zeigen lassen oder die Füße zu dir heranziehen. Bleibst du noch zwei, drei Augenblicke hier? Mit der nächsten Ausatmung löst du nur den linken Fuß nach unten, stellst das Bein auf, das rechte Bein bleibt gestreckt. Wenn du magst, gibst du die rechte Hand an die Außenseite von deinem Oberschenkel, kannst das Bein hier gerne etwas stützen, schiebst mit dem linken Bein aktiv nach unten in die Matte, aktiviere deinen Beckenboden, saug den Bauchnabel zurück zur Wirbelsäule, schieb den linken Arm in die Matte hinein. Mit der Ausatmung schiebst du das rechte Bein jetzt zur linken Seite hinüber, überkreuzt. Mit der Einatmung öffnest du es wieder zur Seite. Mit der Ausatmung wieder zur linken Seite hinüberschieben. Und mit der Einatmung öffnest du wieder. Dein Becken bleibt gut geerdet, halt die Kraft in deinem Beckenboden, in der Bauchmuskulatur. Langsame, ruhige Bewegungen. Spüre, wie der Atem einströmt, wo du jetzt deinen Körper anspannst, wo die Muskeln aktiv sind. Noch zweimal so. Anschließend entspannst du den rechten Fuß wieder nach unten, stellst ihn auf die Matte und wechselst zur anderen Seite. Rechter Arm kommt nach unten, linkes Bein streckt nach oben hoch. Du kannst den Fuß nach oben zur Decke zeigen lassen oder zu dir heranziehen. Öffne das linke Bein etwas zur Seite. Wenn du magst, nimmst du den linken Arm an die Außenseite vom Oberschenkel. Gehst du in die Bewegung hinein, ausatmen, schieb das Bein zur rechten Seite hinüber. Einatmen, wieder nach links öffnen. Und öffne das Bein wirklich nur so weit, dass du spürst, die Bauchmuskeln sind aktiv und das Becken bleibt gut geerdet. Finde da einen Rhythmus. Mit der Ausatmung nach rechts schieben, mit der Einatmung öffnen. Halte den Beckenboden aktiv, untere Bauchmuskeln aktiv und natürlich auch das linke Bein.
Noch zweimal so. Anschließend entspannst du das Bein wieder nach unten, kannst beide Beine auch einmal ausstrecken, wenn du magst, auch schütteln, lockern. Um dann die Beine nacheinander wieder aufzustellen. Für eine letzte Übung in der Rückenlage. Die Beine sind aufgestellt und du läufst die Füße nah zueinander, sodass sich die Fußinnenkanten ganz leicht berühren. Du wirst es dynamisch deine Arme und deine Beine bewegen. Das heißt, mit der Einatmung öffnest du die Beine zur Seite und bringst die Fußsohlen zueinander und nimmst gleichzeitig die Arme über deinen Kopf. Mit der Ausatmung stellst du die Beine wieder auf und die Arme kommen neben deinen Körper zurück. Einatmen, Beine öffnen, Arme über den Kopf. Ausatmen, Beine wieder aufstellen, Arme neben den Körper. Führst du das Ganze in deinem Tempo fort, noch viermal. Nach deinen vier Runden läufst du die Füße wieder etwas weiter auseinander, spürst nochmal einen kurzen Moment nach, atmest tief in deinen Bauch, in deinen Brustkorb. Vielleicht magst du auch einmal über den offenen Mund ausatmen, loslassen, was sich jetzt gelöst hat. So schön war, gleich nochmal ein zweites Mal, dass du das, was sich im Körper, aber auch in deinem Geist gelöst hat, nach draußen abgibst und loslässt. Sehr schön. Öffnest du langsam deine Augen, du blinzelst. Und dann kommst du auf deine Art und Weise nach oben hoch zum Sitzen. Und hier kannst du jetzt das Handtuch oder die Decke oder die Kissen unter deine Knie legen. Wenn du deine Beine nach vorne ausstreckst und dich nach oben aufrichtest, wenn das für dich angenehm und unterstützend ist. Wir werden jetzt mit gestreckten Beinen praktizieren. Wenn du keine Einschränkung mit deinen Knien hast, kannst du die nächsten Übungen natürlich auch in einem kreuzbeinigen Sitz machen. Du streckst deine Beine lang nach vorne aus, die Füße zeigen zu dir, du ziehst sie nach oben zum Oberkörper.
Du richtest dich gut nach oben auf, aktivierst da einen Beckenboden, die untere Bauchmuskulatur, saug den Bauchnabel zurück, richte dich gut auf, insbesondere über den unteren Rücken. Allein diese Position ist schon eine Yoga-Asana, Dandasana, die Stockposition genannt und ist für sehr, sehr viele Menschen herausfordernd. Vielleicht kannst du hier ganz gut und bequem sitzen. Dann bist du hier und richtest dich nach oben auf. Wenn es anstrengend ist, versuchst du wirklich im Gleichgewicht zu bleiben zwischen Anspannung und Entspannung. Achtest gut auf deine Atmung und kannst natürlich jederzeit in einen kreuzbeinigen Sitz wechseln oder eine Pause machen. Lass die Schultern sich nach hinten unten entspannen, zieh den Nacken lang, Kopfkrone zieht etwas weiter nach oben hoch, sodass du diesen Lift über die komplette Wirbelsäule spürst. Bleib noch einen tiefen Atemzug, atme in deinen Brustkorb. Lass den Atem in deinen Brustkorb fließen, Vorderseite, unterhalb von deinen Schlüsselbeinen, aber auch Rückseite zwischen deine Schulterblätter in deine Rippen hinein. Halte die Aktivität in deiner Bauchmuskulatur. Mit der Einatmung nimmst du die Arme über vorne nach oben hoch. Und mit der Ausatmung drehst du dich zur rechten Seite und öffnest dich. Rechte Hand stellt hinter dir auf, der linke Arm kommt zur Außenseite vom rechten Bein. Einatmen, wieder zurück zur Mitte, Arme über den Kopf. Und ausatmen nach rechts. Einatmen, wieder nach oben aufrichten, zurück zur Mitte. Und ausatmen nach rechts drehen. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen, zurück zur Mitte. Und dann machst du das Ganze noch zweimal zu jeder Seite in deinem Tempo. Zum Abschluss entspannst du deine Arme wieder nach unten, bleibst einige Augenblicke hier in Dandasana. Wenn dir das zu anstrengend ist für den unteren Rücken oder für die Beine, kannst du natürlich die Hände hinter dir aufstellen, dich abstützen und so vielleicht ein bisschen besser in die Entspannung kommen zwischen den Haltungen. Wähle deine Variante, atme tief, finde wieder das Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung. Geben und nehmen. Diese feine Balance genau dazwischen. Noch ein tiefer Atemzug. Und dann einatmen, öffnest du langsam deine Augen. Du bleibst in dieser Position, ziehst mit der Einatmung die Arme wieder über deinen Kopf. Mit der Ausatmung führst du die Hände an deinen Hinterkopf, die Ellenbogen weit zur Seite, rundest dich nach vorne unten und die Ellenbogen zeigen nach unten zur Matte. Du rollst dich nach unten ein.
Einatmen, richtest du dich wieder nach oben auf, Wirbelsäule lang, Oberkörper lang, Arme über den Kopf. Ausatmen, Hände wieder zum Hinterkopf, Ellenbogen weit, nach unten einrollen. Einatmen, wieder aufrichten. Und so findest du dein Tempo und machst das Ganze noch viermal. Auch hier folgst du den Impulsen von deinem Körper, was sich jetzt gut anfühlt, wo du in die Dehnung hineingehen möchtest, sodass du auch hier ein Gleichgewicht findest zwischen Anspannung und Entspannung in einer Asana. Die Wirbelsäule darf schön rund werden, wenn du dich nach vorne einrollst, Stirn Richtung Knie, so wie es für dich möglich ist. Du versuchst so gut loszulassen von dem, was du vielleicht schon gesehen hast, wie du glaubst, dass diese Haltung aussehen muss, sondern wirklich hier deinen Körperimpulsen folgst und der Weisheit von deinem Körper. Nach deinen vier Runden entspannst du die Arme wieder. Du kannst die Beine gestreckt halten, die Hände hinter dir aufsitzen. Du kannst auch die Beine aufstellen und dich ein bisschen nach vorne lehnen. Wähle deine Variante, atme tief in deinen Brustkorb, in deinen Bauch. Du darfst jetzt hier die Anspannung loslassen im Beckenboden und in der unteren Bauchmuskulatur. Lass den Atem wirklich gut durch deinen ganzen Körper fließen. Gerne auch zum unteren Rücken. Spüre, wie du loslässt, wie die Muskeln weich werden, dass du ganz bewusst wirst, was in deiner Praxis passiert, sodass du diese Aufmerksamkeit und dieses Bewusstsein für dich und deinen Körper auch mit in deinen Alltag nehmen kannst. Auch hier den Impulsen der Weisheit von deinem Körper folgen, wenn du gähnen möchtest oder seufzen, etwas geräuschvoller ausatmen, tue das gerne. Noch ein tiefer Atemzug. Mit der nächsten Einatmung hebst du langsam deinen Kopf an, du richtest dich nach oben auf oder löst dich aus der Haltung, in der du gerade eben warst und stellst deine Beine auf, wenn du das noch nicht getan hast. Und dann setzt du die Hände hinter dir auf, die Fingerspitzen zeigen zum Gesäß, Hände ungefähr schulterschmal auseinander aufgesetzt, Finger auseinandergefächert, guter Kontakt, Arme stark, Oberarme stark, Schultern fest. Und dann läufst du mit den Füßen etwas näher zu dir heran, du beugst die Ellenbogen. Und dann löst du die Füße von der Matte, aktivierst deinen Unterbauch und deinen Beckenboden. Der untere Rücken ist lang. Heb dein Brustbein nach oben an. Und dann kannst du hier bleiben, wenn du dynamisch praktizieren möchtest, dann hebst du mit der Einatmung die Unterschenkel etwas nach oben an und mit der Ausatmung senkst du sie wieder etwas nach unten zur Matte. Das Ganze noch viermal. Einatmen, anheben und ausatmen, absinken. Einatmen,
und ausatmen. Halte die Kraft in deinem Bauch, im unteren Rücken, Beckenboden fest. Noch ein letztes Mal. Und dann löst du auf, die Füße kommen zur Matte. Du richtest dich nach oben auf, ziehst den unteren Rücken lang, lässt den Bauch los, entspannst deine Schultern, genießt einige Augenblicke hier. Vielleicht ist es für dich auch angenehm, die Beine nach vorne auszustrecken und den Oberkörper etwas nach vorne unten sinken zu lassen. Vielleicht ist das jetzt für dich angenehm im unteren Rücken. Du kannst deine Variante wählen in dieser Zwischenentspannung. Bleibst du noch einen tiefen Atemzug in der Zwischenentspannung? Und richtest dich dann langsam mit der Einatmung nach oben auf. Öffnest deine Beine dann in einer Grätsche V-förmig zur Seite. Auch hier kannst du die Knie gerne gebeugt halten, ein Kissen darunter geben oder, wenn es für dich möglich ist, die Beine gestreckt halten. Mit der nächsten Einatmung ziehst du die Arme über die Seite nach oben hoch. Und mit der Ausatmung drehst du deinen Oberkörper zur rechten Seite, beugst dich nach vorne. Setzt die Hände rechts und links neben dem Bein auf, schiebst die linke Gesäßhälfte in die Erde, bleibst hier im Kontakt mit der Matte. Einatmen, direkt wieder nach oben aufrichten. Und mit der Ausatmung zur anderen Seite. Hier bleibt die rechte Gesäßhälfte gut geerdet, Oberkörper beugt sich Richtung linkes Bein. Einatmen, wieder anheben. Und ausatmen zur rechten Seite. Noch zweimal zu jeder Seite. Nach deinen zwei Runden bist du wieder nach oben aufgerichtet und gibst jetzt den rechten Arm an die Innenseite vom rechten Bein und lehnst dich mit der Seite von deinem Oberkörper zum rechten Bein nach unten. Einatmen, nimmst du den linken Arm nach oben hoch und mit der Ausatmung lehnst du dich zur rechten Seite und lässt den linken Arm ganz locker über deinen Kopf sinken. Linke Gesäßhälfte schiebst du kraftvoll in die Matte hinein. Die rechte Seite von deinem Rippenbogen öffnet sich leicht nach vorne und nach unten zum Oberschenkel. Wähle deine Intensität und halte hier noch zwei tiefe Atemzüge. Einatmen, richtest du dich nach oben auf. Eine Zwischenatmung. Und wechselst dann zur anderen Seite. Linker Arm an die Innenseite. Du öffnest deinen Oberkörper nach vorne, nimmst den rechten Arm nach oben hoch, lehnst dich mit deinem Oberkörper ganz locker zum linken Bein und lässt dann anschließend mit der Ausatmung den rechten Arm Richtung Kopf sinken. Rechte Gesäßhälfte erdet sich nach unten und drehst deinen Oberkörper nach vorne auf. Thank you.
Denken, dann mit der nächsten Einatmung heb dich wieder nach oben an. Atme einmal tief. Wenn du die Augen geschlossen hast, dann öffnest du sie. Nimmst die Hände unter die Knie, beugst deine Knie ganz leicht und stellst die Füße wieder auf. Und dann bist du bereit für Shavasana, die Abschlussentspannung. Zieh dir gerne Socken an, deck dich zu, leg dir etwas über deine Augen, vielleicht eine kleine dünne Decke unter den Kopf und auch gerne unter die Knie. Und dann gehst du jetzt ein paar Minuten in die Entspannung hinein. Mach es dir bequem in Shavasana, sorge gut für dich, sorge dafür, dass es dir angenehm warm ist, dass deine Knie sich gut anfühlen, vielleicht unterlagert, unterpolstert, auch wenn ich das jetzt hier nicht mache. Vielleicht magst du die Beine auch aufgestellt halten für den unteren Rücken. Vielleicht magst du die Unterschenkel auch auf einen Stuhl legen oder aufs Sofa. Es gibt ganz viele Varianten, in Shavasana, der Abschlussentspannung, gut für dich zu sorgen. Position gefunden hast, bringst du die Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Beckenboden und Bauchmuskulatur ganz weich. Atmest du großzügig in deinen Bauch hinein. Der Bauch hebt sich nach oben an, spannt sich weit auf. Der Brustkorb spannt sich weit auf, hebt sich an. Ausatmung entspannt sich alles wieder. Spüre das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen, Ein- und Ausatmung. Erlaube dir, in diesen Zustand von Gleichgewicht, von Balance hineinzutauchen. Dass du dir erlaubst, dass deine Yoga-Praxis ein solcher Ort ist.
beginnst du ganz sanft deinen Körper wieder zu bewegen. Kleine Bewegungen und spürst, wie dein Körper sich wieder bewegt. Vielleicht knackt es auch in den Gelenken. Nimmst ganz bewusst wahr, wie du die Muskeln einmal anspannst. Und dann wieder entspannst. Wenn du soweit bist, stellst du nacheinander deine Füße auf. Kommst dann über die Seite oder auf deine Art und Weise nach oben hoch zum Sitzen, hältst die Augen noch geschlossen. Kommst in eine Sitzposition deiner Wahl, nimmst die Hände vor deinem Herzen zusammen. Lass deinen Kopf leicht nach unten sinken. Spüre noch einmal hin, Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben, Ein- und Ausatmung. Lebensenergie einatmen, Prana, und Liebe ausatmen. Bedankst du dich innerlich bei dir selbst für deine Yoga-Praxis und dass du so viel Gutes für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele getan hast. Einatmen, hebst du langsam deinen Kopf an und öffnest sanft deine Augen. Namaste.